Hallo und herzlich willkommen zur Feature-Übersicht von Bitwig 4.0. So, Bitwig ist heute rausgekommen. Bitwig 4.0 ist heute rausgekommen, um ganz präzise zu sein. Und in der Beta habe ich ja schon das ein oder andere Video dazu gemacht, zum Beispiel über das neue Comping-Feature, was man hier so sieht. Das heißt, dass man im Loop mehrere Versionen der gleichen Sache aufnehmen kann und dann sich aus den besten Treffern, die man gemacht hat, sich die schönsten Stellen rauszusuchen. Da habe ich ja ein eigenes Video dazu gemacht und das verlinke ich auch hier direkt nochmal. Dann sind die Operator mit dazu gekommen und die Operator sind halt auch eine wunderbare Sache. Wenn ich jetzt hier mal so in die Piano-Rolle reingehe und so ein paar Noten einzeichne, dann sind hier diese neuen Operators da. Und mit denen kann man eine ganze Menge schöner Sachen machen. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Da geht es eben auch um Abhängigkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Zufall und so weiter und so fort. Zu den Operatoren ist dann auch noch, oder das gehört auch dazu, ist hier diese Fill-Knopf mit dazu gekommen. Und bei dem Fill-Knopf kann ich zum Beispiel Noten definieren oder Aktionen definieren, die nur dann ausgelöst werden, wenn ich den Fill-Knopf gedrückt habe. So. Das heißt, diese Noten werden jetzt zum Beispiel nur gespielt, wenn ich den Fill-Knopf drücke. Das habe ich hier festgelegt zum Beispiel. Dann ist so ein bisschen am Interface gearbeitet worden, alles so ein bisschen flacher, schöner geworden. Vieles ist auch so ein bisschen runder geworden. Zum Beispiel, wenn man hier so den Polysynth nimmt als Device zum Beispiel. Hier die Ecken sind um einiges runder geworden. Ich finde das wesentlich schöner. Ich habe das ja auch schon immer in meinen Tutorials gemacht, dass ich die verschiedenen Devices immer so ein bisschen abgerundet habe, weil dieses Eckige fand ich jetzt ein bisschen zu eckig, um es ganz profan zu sagen. Und so, wenn sie ein bisschen runter sind, finde ich das einfach wesentlich schöner. Finde ich toll, dass das gemacht worden ist und dass an vielen kleinen Ecken und Enden sind auch Veränderungen gemacht worden. Zum Beispiel hier oben auch nochmal darauf hingewiesen, der Comping-Knopf, dass wenn ich den Comping aufnehmen will, dass ich den hier drücken muss. Comping geht hier im Arranger, geht auch im Clip-Launcher selber und sämtliche Funktionen sind immer analog im Arranger oder im Clip-Launcher. Dann sind so ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen, dass ich hier bei dem NodeFX-Layer einen NodeFX-Selector umkonvertieren kann oder auch wieder zurück. Und dasselbe zum Beispiel bei Instrument-Layer, den kann ich zum Instrument-Selector umkonvertieren und hier habe ich sogar jetzt gesehen zum FX-Layer nochmal. Mal gucken, ja, geht auch sogar wieder zurück zum Instrument-Layer. So, und dann sind auch noch so ein paar Sachen dazugekommen, was ich persönlich auch ganz toll finde. Und zwar im Inspektor gibt es jetzt auch den Seed, nämlich auf der Seite für einen Clip. Das heißt, wenn ich hier Wahrscheinlichkeiten benutze, ich habe auch nochmal ein eigenes Video dazu gemacht, kann ich die Werte, die hier zur Wahrscheinlichkeit erzeugt werden, einfach mal hier speichern. Ich habe jetzt Zufallszahlen, wenn ich hier nochmal einen Klick drauf mache, dann ändert sich das Ganze. Ich habe hier Zufallszahlen, die hier konserviert sind. Das heißt, ich habe zwar Zufallszahlen, aber das sind immer dieselben Zufallszahlen, die ich jetzt für so einen Clip haben möchte, damit ich den Zufall so ein bisschen kontrollieren kann. Zufall ist schön, manchmal ist aber zu viel Zufall einfach ein bisschen zu viel. So, was haben wir dann noch? Es gibt hier diesen Snap-to-Grid-Toggle, also Schalter. Und der macht nichts anderes, als wenn ich hier so einen Clip habe und den hin und her schiebe, dann snappt der hier immer an das Grid, je nachdem, was ich hier eingestellt habe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Viertel eingestellt habe, dann snappt der mir immer so auf die Viertel lang. Mache ich den aus, snappt da gar nichts mehr und ich kann den Clip rumschieben, wie ich will. Da muss ich halt ganz genau treffen, wenn ich den Taktanfang treffen möchte, oder ich schalte das natürlich wieder ein
Und dann habe ich das auch wieder hier. Das Ganze gibt es auch im Detail Piano Roll Editor. Habe ich das Ganze auch nochmal, damit ich die einzelnen Noten hier rumschieben kann. So, was es noch gibt, es gibt bei den Clips diese Gain-Einstellmöglichkeit. Das heißt, ich kann den hier so greifen und den Clip lauter oder leiser machen. Und was auch eine schöne Geschichte mittlerweile ist, wenn ich hier in dem Audio-Detail-Editor bin und mit dem Mauszeiger hier an den unteren Teil von dem Sample rangehe, dann habe ich hier diese Time-Sliding-Funktion. Das heißt, ich muss nicht mehr extra, was war das, Alt drücken, sondern ich kann einfach runter und kann den dann so hin und her schieben, das Sample. Und bei Comping natürlich dann entsprechend den Bereich, den ich hier ausgewählt habe. So, was noch dazu gekommen ist, interessiert mich natürlich als Datenschützer so ein bisschen, natürlich auch. Es gibt eine Opt-in-Möglichkeit und ich finde das sehr schön, dass es eine Opt-in-Möglichkeit ist, dass man Bitwig-Daten senden kann. Standardmäßig ist das hier unten aus in den Settings unter Behavior. Steht Help Improve Bitwig Studio und da ist auch ein Link und dann steht auch da, was gesendet wird. Also die Daten werden anonymisiert gesendet und man kann das einschalten, wenn man das möchte oder eben ausschalten, wenn man das nicht möchte. Man sollte sich durchlesen, was da gesendet wird. Ich fand das eine super Sache und ich finde es auch immer toll, wenn ich durch mein Getue hier einfach auch so ein bisschen mithelfen kann, dass Bitwig ein Stückchen besser wird. Ich freue mich auch jedes Mal, auch im Austausch, wenn irgendwelche Probleme sind und ich mich an Bitwig wende mit einem Feature-Request oder einem Bug-Report oder ich habe einfach so ein Problem, dann ist da immer ein ganz, ganz toller Austausch da und da vertraue ich Bitwig auch, dass die ordentlich mit den Daten umgehen. Sie beschreiben es auch wirklich toll, also das ist wirklich sehr, sehr vorbildlich. Was auch noch mit dazugekommen ist, was ich auch hervorragend finde, ist bei dem Export Audio kann man jetzt in die verschiedenen Dateiformate exportieren und bei den verschiedenen Dateiformaten eben auch in die unterschiedlichen Formate innerhalb der Dateiformate. Finde ich persönlich super, weil ich eigentlich am liebsten FLAC exportiere, was ja nichts anderes als eine komprimierte WAV-Datei ist. Und natürlich auch in MP3, um sie auf Mobiltelefon oder meinem Freund zu schicken oder einfach mal so ein kleines Sample zu haben. Oder eben auch in Opus oder in Ogg Vorbis. Das finde ich eine super klasse Sache und da habe ich mich tierisch drüber gefreut, weil sonst habe ich immer die Sachen exportiert, dann Audacity angeschmissen, dort nochmal reingeladen und dann nochmal exportiert und das war jetzt sind einfach ein paar Schritte nicht mehr notwendig. Was noch dazu gekommen ist, es wird einige freuen, das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, werde ich aber mit meinen alten Projekten. Und zwar kann man teilweise Projekte von Ableton und von FL Studio reinladen. Nicht alles, weil, naja, Bitwig kann jetzt nicht unbedingt die Devices von Ableton nachmachen und die laden. Kann natürlich nur schätzen, was dafür gebraucht wird. Und diverse Eigenheiten haben natürlich auch die eigenen, die anderen DAWs. Aber man kann eine ganze Menge mittlerweile importieren und das wird auch noch ein bisschen verbessert. Das habe ich immer wieder in den einzelnen Betas gesehen. Das finde ich eine super klasse Sache. Ich fände es auch total schön, wenn auch noch ein paar Exportmöglichkeiten mit dazu kämen für andere DAWs, was die ganze Sache in der Kollaboration wesentlich einfacher machen würde. Und ich würde mich auch tierisch darüber freuen, wenn andere DAWs sich daran ein Beispiel nehmen und es ebenso tun. Weil im Endeffekt geht es um die Musik und nicht um ein Silo-Denken, sondern dass man einfach sagt, hey, Künstler, Musiker wollen Sachen austauschen und es ist wesentlich einfacher, wenn man dann einfach unabhängig von einem Programm auf einem, nicht unbedingt auf einem eigenen Dateiformat, aber sich auf einen Dateiformat verständigt, womit man sich die Sachen austauschen kann oder eben in die jeweiligen Dateiformate
exportieren kann und die jeweiligen Dateiformate importieren kann. Ich würde mir generell wünschen, ein offenes Open Music File Format für alle DAWs, ähnlich wie es bei LibreOffice ist mit dem Open Document Format, sodass man sagen kann, das ist ein offenes Format, wo alle wichtigen Daten drin sind, Samples, MIDI-Daten, Velocity und so, was man so im allgemeinen MIDI-Standard wieder findet, sodass man, sodass nicht jede DAW die Formate der anderen können muss und umgekehrt, sondern dass man ein gemeinsames Format hat. Wäre ein ganz großer Wunsch von mir. Ich hoffe, das kommt irgendwann in Zukunft, dass damit alles wesentlich einfacher wird und man auch nicht immer sagen muss, naja, jetzt nimm halt doch die andere DAW, weil dann ist der Austausch leichter. Apropos Import-Export, es gibt noch so eine iOS-App, Auxi, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das kann jetzt auch Bitwig Project Dateiformat exportieren. Was dazugekommen ist, weil Apple ja diesen Apple Silicon Rechner rausgebracht hat. Bitwig läuft da auch nativ drunter. Und viele Leute wird es freuen, dass Bitwig jetzt nicht nur in Englisch und Japanisch zur Verfügung steht, sondern eben auch hier in Deutsch. Und wenn man das anklickt, dann meldet sich Bitwig wieder in Deutsch und viele Sachen sind dann auch in Deutsch hier abgebildet. Finde ich super, dass man das so macht. Ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig mit den einzelnen Begrifflichkeiten. Natürlich bestimmte Sachen machen nicht Sinn zu übersetzen. Overdub ist ein Fachbegriff, der ist halt einfach da. Oder Groove oder Fill ist eine Funktion von Bitwig. Das würde jetzt relativ wenig Sinn machen, das alles einzudeutschen. Deshalb wird man immer auf eine Mischung zwischen Englisch und Deutsch treffen. Ich persönlich habe mich jetzt einfach durch die vielen DAWs und jahrelange Erfahrung so an das Englische gewöhnt. Ich werde weiterhin vermutlich das Englische benutzen, weil ich es einfach gewöhnt bin und einfach mal gucken. Wird sich einfach zeigen. Ich werde es mal hier und da mal wieder ausprobieren, ob ich damit klarkomme und dann werde ich sehen. Finde ich aber einen super Zug von Bitwig, dass die das jetzt auch auf Deutsch anbieten und vielleicht kommen ja auch irgendwann mal nochmal andere Sprachen mit dazu. Außer Chinesisch, Englisch und Japanisch. Auf jeden Fall super, super Move. Ja, habe ich jetzt irgendwie noch mal was vergessen, so an den wichtigen Sachen? Ja, vielleicht so noch so eine Kleinigkeit. Und zwar bei den Audio-Tracks gibt es jetzt hier einen neuen Toggle, also einen neuen Schalter. Der kann drei Zustände annehmen bei diesen Audio-Kanälen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier aus dem Polysynth in dieses Audio den Polysynth da reinroute, um hier zum Beispiel aufnehmen, kann ich hier den zum Beispiel auf Aufnahme stellen, auf Ausstellen, auf Mithören, auf Monitoring oder auf Auto-Monitoring. Und das finde ich auch eine ganz klasse Sache. So kann man hier beim Aufnehmen einfach hören, okay, was spielt denn der Polysynth da eigentlich? Oder es interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich nehme das jetzt einfach auf, weil ich weiß, was da drin ist. Finde ich eine super Sache. Gibt bestimmt auch noch andere Anwendungsfälle. Aber das fand ich ganz gut. So, genau, eine Kleinigkeit noch, und zwar die Darstellung der Wellenform ist auch noch mal besser geworden. Finde ich eine super Sache. Die war mir früher auch so ein bisschen zu dünn. Jetzt ist es ein bisschen dicker. Was Ähnliches würde ich mir auch noch ganz gern hier für die MIDI-Clips wünschen. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt so einen MIDI-Clip hat, wo jetzt zum Beispiel nur eine Note drin ist. Da würde ich mir das zum Beispiel wünschen, dass die Note jetzt nicht unbedingt hier unten ist, sondern vielleicht in der Mitte, weil hier kann ich jetzt nicht entscheiden, ist das jetzt eine hohe oder eine tiefe Note. Wir können es ja jetzt mal gucken. Na okay, könnte man schon sagen, ist vielleicht nicht schlecht. Wenn das oben oder unten ist, dann sieht man aber in der Darstellung jetzt auch nur sehr marginal. Was ich mir hier dann auch nochmal wünschen würde,
wenn man das hier so klein macht, dass man hier trotzdem sieht, dass hier Samples drin sind und hier MIDI-Daten. Hier, da würde ich mir einfach wünschen, so eine, das muss nicht akkurat die Wellenform abgebildet sein, aber einfach so zur Übersicht finde ich schön, hier nochmal so Wellenform und hier MIDI-Daten rein, dann bei großen Projekten, wenn man die Trackhöhe auf klein gestellt hat, dann hat man gleich so einen besseren Übersicht. Also würde mir visuell nochmal ordentlich helfen. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier erstmal durch mit den wichtigsten Features, also die mir wichtig waren zu erzählen. Es sind noch ganz viele weitere Verbesserungen dazugekommen, auch Bugfixes mit dazukommen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Beta zu tun hatten. Ich werde auch nochmal den Link zu sämtlichen Neuerungen und Fixes und Änderungen mit in die Beschreibung mitnehmen. Auf jeden Fall. Es ist ein super gelungener Wurf. Ich finde die Version 4 total klasse. Benutze ja schon seit einer Weile die Beta und macht mir persönlich riesig Spaß. Und die anderen Videos, die ich schon dazu gemacht habe, werde ich auch nochmal, wie gesagt, da verlinken. So, dann bleibt mir nichts anderes, als euch viel, viel Spaß mit der Version 4 zu wünschen. Kommentiert, erzählt mir, wie ihr sie findet, was ihr vielleicht noch besser findet seit der Version 3 oder was euch so als erstes aufgefallen ist, würde mich einfach interessieren und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen oder irgendeine andere Reihenfolge. Abonniert das Glöckchen, drückt den Kanal und abonniert den Daumen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst, macht's gut. Ciao, ciao.